Warum schlafen wir eigentlich mit dem Kopf nicht hier? Das ist viel schöner morgens, der Ausblick. Der Hund arbeitet schon wieder. Die Frau ist schon am Chillen. Das hat er alles liegen. Aha. Hä? Essen. Happa, happa. Und du? Sie weiß schon, dass ich sie nicht hören kann, oder? Der Wagen ist interessanterweise echt gut schallisoliert. Also ich kann kaum was hören, wenn das Fenster da oben vor allem auch noch zu ist, was draußen abgeht. Selbst wenn der Hund hier vorne irgendwie direkt vor der Tür irgendwas macht. Das ist ganz cool. Guten Morgen. Das ist ein fein süßer Anblick. Beide zugedeckt. Das ist auch kalt, der soll ja nicht frieren. Ist das so? Aha. Hier. So, wir versuchen unseren Auftrag zu erfüllen oder unsere Mission, die wir uns gestellt haben. Sammy in den Wagen zu kriegen und ihn damit anzufreunden. Es klappt so halbwegs. Er hat auf jeden Fall einen Rinderkopf heute jetzt. Da knabbert er jetzt dran. Er ist auch freiwillig da reingegangen tatsächlich, aber er wollte dann wieder raus, als er die Rinderkopf hatte. Also wir haben die später dann erst reingetan. Aber ich fahre mal jetzt ein bisschen auf dem Parkplatz mit ihm langsam rum. Mal gucken, was er sagt. Ich befürchte Schlimmes. Er hat letztes Mal auch genau das gleiche gemacht und hat hier schon das Ding durchgekaut. Und jetzt hat er das ganze Ding. Das geht so schnell. Ja. Zweiter Versuch, mal wieder nicht erfolgreich. Vielleicht darf man auch einfach nicht direkt losfahren. Ich habe auch gerade gedacht, ich glaube das nächste Mal, also ich glaube, wir lassen es heute. Ja, heute. Er hat keinen Bock mehr. Keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir als nächstes das mal so machen, dass wir ihn nur in den Wagen reinlegen. Ja. Einfach den Snack, dass er so wie jetzt da drin liegt. Ich mache auch zu komplett, dass er nicht raus kann. Und dass er dann vielleicht ein bisschen da zur Ruhe kommt, sich dran gewöhnt. Ja. Aber wie er ausrastet da drin, ne? Heftig. Vor allem, er hat ja früher als kleiner Welpe auch in so einem kleinen Käfig geschlafen im Prinzip. Deswegen wundert mich das. Na gut. Wir packen jetzt zusammen in dem Fall dann und fahren an einen neuen Spot. Keine Ahnung, wir fahren einfach mal ein bisschen durch die Gegend und gucken, was wir finden. Oder? Sammy isst noch einmal. Alles klar, wir fahren los. Tschüss, zombie-apokalyptisches Wohnmobil. Das ist jetzt unsere Aussicht für den Rest des Abends. Sieht schon geil aus. Ich habe ein bisschen Licht noch dabei. Hallo. Hallo. Was denn? So. Was denn? Leuchtet. Kannst du nicht so reingucken, oder was? Sind wir hier beim Verhör? Mein Gott. Wir haben so einen geilen Platz, glaube ich, für Sammy gefunden. Das ist diese komische Holzliege, wo wir vorhin drauf saßen. Und wir haben jetzt einfach unsere Campingstühle hingeschleppt. Und jetzt sitzen wir hier und gucken nach Mordor. Oder? Sieht ein bisschen aus wie Mordor. Also bis auf die Lichttechnik da hinten. Aber so der Part hier. Es ist gerade mal 17.46 Uhr. Wir hatten ja Zeitumstellung. Es ist brutal dunkel. Es ist schon die ganze Zeit relativ dunkel tatsächlich hier. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Sag gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Gott. Stimmt, heute ist Halloween. Dun, dun, dun. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, glaube ich, gerade 7 Uhr ungefähr. Dank der Zeitumstellung ist es ja ein bisschen später. Aber wir haben gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir hier den Sonnenaufgang drauf kriegen.
Er ist ein bisschen bedeckt, aber wir gucken trotzdem mal. Sammy ist schon wach. Der rüttelt schon rum. Die Frau kommt auch gleich, zieht sich noch was Wärmeres an. Es ist gar nicht so kalt. Wir hatten einen Spot gestern, aber relativ wenig Gestrüpp im Weg. Ich glaube, auch hier ist so der beste Platz eigentlich. Weil wir könnten halt noch weiter hochgehen. Aber im Zweifel sind halt die ganzen Bäume da wieder vor uns. Deswegen, ich glaube, hier ist schon ganz gut. Sammy, komm. Ein kleiner Gammler. Mist. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Aussicht, würde ich behaupten. Kann man da hinten schön sehen. Mit dem Nebel, was da noch so ein bisschen rüberkommt. Oder Wolken, whatever. Ich hoffe, dass die Sonne aufgeht. Da ist er ja. Knapp sieht er. Fast. Oh, er lernt das einfach nicht. So, wir haben doch einen längeren Spaziergang gemacht, als wir eigentlich gedacht hatten. Denn wir haben hier an diesem Spot angefangen. Da so. Und irgendwann war ich mir nicht mehr sicher, ob da wirklich die Sonne aufgeht. Und deswegen sind wir da den ganzen Weg hochgelaufen. War auch ganz cool. Bis ich dann festgestellt habe, dass da die Sonne aufgeht und ich recht hatte, weil es zwischenzeitlich da hinten komplett hell aussah. Aber ja, jetzt kommt die Sonne tatsächlich raus. Oh. Oh, guck mal. Der erste richtige Sonnenstrahl. Wir haben nur das in den Wolken gesehen. Oh, jetzt muss ich Fotos machen wieder. Ich wollte gerade sagen, wir sind fertig und gehen jetzt zurück was Warmes trinken. Aber jetzt müssen wir doch noch was machen. Nee, aber es ist ganz cool. Also es ist ganz schön hier oben. Es ist halt echt sehr bedeckt. Es geht jetzt so langsam klart es sich so ein bisschen auf. Sieht man das überhaupt, wenn ich in die Sonne filme? Das ist auch irgendwie Quatsch. Aber man sieht jetzt so, ne? Vorhin war alles zugezogen. Aber jetzt ist eigentlich ganz schön hier. Tatsächlich. Ja. Das ist ein blauer Himmel, vor allem da. Mit Mond. Mit Mond? Da, die Mondsichel. Ach, das kleine, ja, das kann ich nicht sehen. Nun gut. Ja, wir machen doch noch ein paar Bilder dann schnell vielleicht. Und ich fahre gleich noch ein bisschen Fahrrad. Ich will noch die Gegend erkunden. Ich möchte da hinten eigentlich langfahren. Ich weiß nicht, ob es gestern gesagt hat. Irgendwo da. Da ist ein Weg, glaube ich. Aber ja, wir gehen jetzt frühstücken. Let's go. Hi. Na, halt das Blättchen fester. Ja. Voll eingepackt. Na, Kleiner. Ja, es ist saumäßig windig hier. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Berg, da wo wir gestern Abend schon saßen. Denn hier hat man tatsächlich eine richtig schöne Aussicht auch runter ins Tal. Und tatsächlich ein bisschen schöner, weil hier viel Sonne ist. Sammy, mein Kaffee. Lass mein Kaffee. Sammy, setz dich doch mal hin, dann können wir dich in deine Decke wieder einwickeln. Hm? Aber Heißgetränk und Schaukelstuhl. Das ist einfach eine unschlagbare Kombi, gerade wenn man dann an so einer Ecke noch sitzt. Ah, lecker, ne? Müsste auch gerne. Nein! Sammy steht da auch total drauf. Stehst du da auch drauf? Sammy steht auch auf meinen Kaffee. Ja. So, es geht nach Hause. Wir sind völlig durchgedreckt, glaube ich. Das ganze Auto, die Fahrräder, die Klamotten. Aber es war ganz schön, Junge, wenn ich so viel Schlamm gegessen habe. Ja, genau. Okay. Dafür, dass wir die ganzen letzten Tage so schlechtes Wetter angesagt hatten, oder? Es sollte eigentlich immer regnen. Ja. Wenn auch irgendwie nur so, keine Ahnung, 60% Wahrscheinlichkeit oder so. Da liegen Schaufeln auf der Straße, gell? Es hat, glaube ich, einmal, heute Nacht hat es, glaube ich, geregnet, oder? Ja, heute Nacht hat es geregnet. Aber sonst, heute ist Bombenwetter. Also ich würde gerne noch bleiben tatsächlich, wenn wir nicht morgen arbeiten müssen.
Und wenn es nicht so matschig wäre. Und wenn es nicht so matschig wäre. Ja, wir können ja woanders hinfahren, wo es nicht so matschig ist. Ach so, ja. Wir haben eben noch einen getroffen, so einen älteren Herrn. Also ältere Leute sind auf jeden Fall richtig cool. Die haben uns noch erzählt, die haben den Wagen auch gesehen. Dachte, oh, ist richtig cool. Wo fahren sie denn hin? Dann haben wir gesagt, so, ja, wir fahren jetzt ein bisschen alle nach Hause. Wir müssen auch 120 Kilometer gut. Und müssen auch alles ausräumen wieder und so weiter. Deswegen sind wir jetzt schon losgefahren. Es ist eigentlich erst, ist es 12 oder 13 Uhr? 12. Ja, 12 Uhr. Die Uhr geht noch falsch hier. Ja. Aber die waren richtig cool. Die sagten, ja, sie können auch hier hinfahren an Attendorn. Attendorn? Attendorn. Ja, aber ich glaube, das haben wir nicht mehr hin jetzt, oder? Nee. Weil das ist die komplett andere Richtung. Das ist zwar nicht so weit, aber wie gesagt, wir fahren jetzt noch gut 3 Stunden, weil wir wieder ohne Autobahn fahren. Wir müssen gerade noch den Luftdruck checken. Der Reifen hinten sieht ein bisschen platt aus. Wollte ich ja eh schon mal die ganze Zeit machen. Und ja, deswegen fahren wir jetzt los. Können noch ein bisschen unterwegs filmen. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall, glaube ich, noch mal hinkommen. Sauerland, oder? Von mir aus definitiv. Das gerne auch nochmal den Spot, wenn es nicht so matschig ist, ja, oder im Sommer oder nicht so. Nicht immer das Gleiche. Ich möchte hier nicht nochmal hin. Das war schön. Vielleicht mal wirklich irgendwann nochmal zu einer anderen Jahreszeit, aber jetzt erstmal woanders dann hin. Aber hier so mit den Bergen und den Wäldern, ich bin jetzt auch kein Fahrrad mehr gefahren tatsächlich. Weil es war echt, wie gesagt, da oben sehr matschig, sehr kalt. Jetzt alles wieder hinten rein, wir sind eh schon dreckig. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder.